Heute zum ersten Mal bei Hessenlach zur Fasnacht und ich freue mich so, denn mit ihr ist jeder Tag ein Feiertag. Nicht umsonst heißt sie Kettel Feiertag. Hallo, guten Abend. Entschuldigung, hat er mich eben auch gesagt. Oh, das war zu früh. Ah, ich hab sie doch noch nicht alle. Was mache ich denn jetzt? Guten Abend. Ach, ja. Das ist mein, so muss ich irgendwie. Ich habe ein Problem. Also, ich und meiner. Ich war früher wie er. Gut, man kennt jetzt ja Sarah, ich bin vor ihm gekommen. Ne? Oder man kennt das Sarah, er ist noch mehr gekommen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt gekommen ist. Ja, ich bin ja dann weg daher. Was mache ich denn jetzt? Ja, ob er da kommen kann, weiß ich auch nicht. Jetzt muss ich. Sieh, das ist aber immer so, es gibt immer Probleme, wenn ich mit dem irgendwas machen will. Das ist. Das erzähle ich, ich muss immer nicht nur dran denken. Wir waren noch nicht so lange her, haben wir ein Wochenende weg, ein Wellness-Wochenende. Ja, wir hatten einen runden Hochzeitstag. Und da waren wir in so einem Wellness-Hotel. Und das, ja, das war einfach schön. Ja, und da waren wir da drin gewesen. Und die haben vom Hotel mitgekriegt, dass wir Hochzeitstag haben. Und da haben die uns zur Feier des Tages ein Rosenblätterduftölcreme-Pflegebad spendiert. Ja, also mit allem drum und dran. Wir haben dann auch das Bad gefunden und da sind wir da, also das war, wir sind da neu, das war einfach schön. Ja, das war, da war so ein Bad geworden und dann sind da so Rosenblätter drauf geschwommen und dann waren zwei Gläser Sekt am Rand. Ja, und da ist so leise Musik gelaufen. Dann habe ich zu meinem gesagt, also das ist doch einfach schön. Na, er sagt, Sarah, man kann das schöner sein. Na, er sagt, ja, Kettel, wenn du raus wärst. Auf jeden Fall sind wir dann da neu gegangen. Dann hat meiner gleich mal so einen Mantel ausgezogen, gell? Ist da neu in die Badwanne, setzt sich hin. Wasser, bist du? Dann hat er erst einmal die ganzen Rosenblätter eingesammelt, hat die auf seiner Blöße treiben lassen. Also jetzt unter uns, die Hälfte hat auch gelangt. Auf jeden Fall hab ich dann meinen Bademantel ausgezogen, setz mich ihm gegenüber. Was bist du? Das war so eine moderne Badwanne mit einer Frauenseite und einer Männerseite. Meiner sitzt dann da hinten, besprengelt sich sein Buckel mit Rosenblätterduft, Ölcreme, Pflegebad. Meint dann nur, riecht aber gut. Während ich da hinten sitze, ich hab doch jetzt schon erwähnt, dass es ein Rosenblätterduft Ölcreme Pflegebad war. Was mich da dazu bewogen hat, sofort den Klammergriff anzuwenden. Wusch! Irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt: Mensch, nicht mehr sollten wir die Plätze tauschen. Das heißt, ich hab das nicht gesagt, ich hab das gegurgelt. Wann meinst, dann fängt er an, auf der Badwanne. Jetzt muss ich vorausschicken, ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, wie sich das anhört, wenn ein nackter Hintern
gegen die Rillung auf einer Plastikwanne. Jedenfalls beim ersten Geräusch hat er sofort aufgehört. Also ich glaube, es geht los, wenn da aus jemand vorbeiläuft. Die meine Mutter weiß, was wir machen. Wir bleiben sitzen, wo wir sind. Durch das abrupte Abbremsen hat er in der Wanne eine Welle ausgelöst. Das war keine Welle, das war ein Tsunami. Der Tsunami über mich drüber weg. Gut, meine Frisur mal ruiniert. Was mir aber jetzt keinen Kopf gemacht hat, ich hab ums nackte Überleben gekämpft. Jedenfalls sitzen wir dann so der Rest der Zeit. Irgendwann sagt meiner, guck mal, Kettel, da ist ein Knopf. Bevor ich jetzt das Gurgle gekannt hab, lass die Finger weg, hat er drauf gedrückt. Was wir ja nicht wussten, wie modern das alles war. Das war ein Whirlpool. Die Düsen genau in Oberfläche der Wasserhöhe. Jedenfalls drückt er da drauf, die Luft kommt raus, das schäumt über die Badwand drüber hinaus. Wir sind ausgestiegen, wir haben geputzt, wir haben aus den Regalen sämtliche Handtücher raus, unser Morgenmäntel. Wir haben bis wir fertig, wir waren fix und fertig. Dann fängt das Wasser an zu laufen in der Wand. Ich hab morgen schon gesagt, was hast du jetzt wieder gemacht? Nix. Dann hab ich an der Rezeption angerufen und hab gesagt, hören Sie mal, wir haben nichts gemacht und da läuft das Wasser. Dann hat die gesagt, wir brauchen uns jetzt nicht aufzuregen. Das geht noch ein paar Minuten von alleine an, das ist eine Selbstreinigung. Weil das Öl so schlecht wegzuputzen geht. Und ich, aber das ist, so ist meiner und jetzt ist er wieder nicht da. Obwohl ich ihn brauche, ich soll ein Lied singen. Man nennt mich die Callas von Speyer. ja, ich bin doch ein bisschen bekannt schon, gell? Wir machen das jetzt halt so. Er ist nicht da, ich muss improvisieren, weil ich brauche ein paar für den Hintergrund. Ich brauche jetzt drei Männer hinter mir. Wenn ich schon die Wahl habe, könntest du kommen? Ja, du bist jünger wie meiner. Hallo. Feiertag, Kettelfeiertag. Stefan. Das ist aber sehr schön. Stefan, würdest du mir der Howard machen? Der Howard, natürlich. Ja. Dann tu der Mutter schön, Schatzi. Hallo. Ja, ich liebe halt die Abwechslung, ne? Würdest du mir auch einen Howard machen? Aber klar. Dann komm bitte mit. Aber jetzt brauche ich dich für mein Seelenleben noch so einen richtigen Kerl. Ein Cowboy? Würden Sie mir den Howard machen? Ja, laufe du dann nicht wie ein richtiger Kerl. Guten Abend, Feiertag. Ja, Hilma. Hilma. Ja gut, man sucht sich so nicht raus, gell, das ist so. Ja, jetzt stell dich mal da hin. Könnte ich, ach, guck mal. Das ist jetzt aber mit, hallo, Feiertag. Ich hab nur drei Schals, schade. Ich hab hier, ich sing jetzt sofort, ich bin ja auch zum Singen gekommen, ich bin gleich soweit. Ich musste nur gerade noch ein bisschen einnatten jetzt hat. Ich hab hier den Text für euch, vielleicht hebst du den in der Mitte. Kennt ihr ein bisschen Taktole? Ha, ha, ha.
geht es? Habt ihr den Ton? Darf ich vorstellen? Mal Background-Schlampe. Wenn ich ein bisschen Musik habe, kenne. Auf mein Kommando warte. Schnitzel, Takt hole. Jahreszeit, die Nachen machen sich bereit, Kostüm und Kappe sind gericht, es wird noch schnell ein Lied gedicht. Ich werde singen, tanzen, singen, so manche Nacht lang ich war. Kriegen Sie den Schal, gell? Kettel Feiertag aus Speyer. Kettel Feiertag alias Jutta Hinterberger. Kettel, ich begleite dich ein Stück. Sagst du es mir doch mal?